Auf der Sonnenterrasse im Bündner Safiental steht ein kleines Bergdorf, Tenna, mit 112 Seelen. Im Hotel Alpenblick gibt es viele Touristen. Doch die Tenner lassen sich noch nicht so oft sehen. Überall wird gebaut. Vor allem aber am ersten Solarskilift der Welt. Wichtig ist, dass der Skilift auf den 17. Dezember fertig wird. Gerade mal 8 Kinder gehen in Tenna zur Schule. Seit einem halben Jahr sind sie provisorisch in einem Lagerhaus einquartiert. Heute gibt es eine Führung durch die Baustelle ihres neuen Schulhauses. Es ist ein besonderer Tag für die Schüler der Gesamtschule Tenna und die Lehrerin Karin Lutz. Für einmal steht nicht Rechnen oder Deutsch auf dem Stundenplan, sondern ein Besuch auf der Baustelle ihres neuen Schulhauses. Auf dem Dach gibt es praktischen Physikunterricht. Der Solarstrom ist nämlich nicht nur beim Skilift ein Thema. Sie sind, glaube ich, schon länger nicht mehr da gewesen und es wirkt ja ganz anders als vorher. Es ist wirklich viel Holz weg. Sie sind schon länger nicht mehr hier gewesen. Viel Holz ist weg. Dafür kam viel Beton und Gips dazu. Die Vorfreude ist groß, denn das ist ihr neues Schulhaus, in das sie dann einziehen werden. Und können wirklich nachher noch ins neue Schulhaus einziehen. Ich denke, auf das freuen sie sich wirklich. Ich mich auch. Jetzt sind wir ja auf dem Dach oben. Hier auf dem Dach seht ihr die neuen Eternit-Schieferplatten. Schieferplatten oben drauf. Jetzt der Herr Sauer. Herr Sauer, der Elektriker, wird euch erklären, was es mit der neuen Photovoltaikanlage auf sich hat und wie es funktioniert. Jemand hat gesagt, er wisse, wie das geht. Ja, erzähl. Es sind Sonnenkollektoren und die nehmen das Licht auf. Also nicht. So, auf die Sonne. Auch. Ja, Sonne. Und du? Also, sie werden Sonne auf. Sie nehmen Sonnenlicht auf und wandeln es in Strom um. Wechselrichtung und die wandeln es in Strom. Ja, gell, das weißt du, willst du. Das weißt du, weil du dasselbe auf deinem Dach hast. Am besten kann man es mit diesem weißen Blatt erklären. Wenn die Sonne darauf scheint, blendet es einen. Das Maximum, das möglich war, hat man hier drauf getan. Nur auf der Südseite. Auf der Nordseite gibt es zu wenig Sonne. Dieses Dach gibt Strom für rund 1.500 Taschenlampen. Enorm viel. Ich weiß. Und für nur 100 Stapel das Papier. Langsam, nicht passieren. Jetzt geht es ins Herz der Schule. Martin Schaufelberger ist unser Schreiner. Er macht die neuen Wände. Er schraubt gerade die Latten drauf und dann kommt die Holzverkleidung, wie an der Decke. Aber da an der Wand kommt es neu. Wer kennt Martin? Will jemand helfen, das Schulhaus zu machen? Will jemand helfen? Gestern haben wir diese Leisten angeschraubt. Ronja weiß, wie es geht. Schraube drauf, etwas zurücklaufen lassen. Ja, drücken. Ein bisschen drücken, mehr. Stopp, gut, noch mit. Stopp. Oh, schon zu viel, jetzt gewackelt. Jetzt wieder rein. Umschalten. So.
Der Dorfschreiner Martin Schaufelberger muss sich diesen Herbst zünftig reinknien, wenn er mit dem Umbau fertig werden will. Der Termin muss eingehalten werden. Wir müssen auf den 17. Dezember aus dem Provisorium raus. Das wird für Gruppenferien und Familienferien genutzt. Im Notfall müssen Sie uns ein Zimmer einrichten. Wenn Sie dann den Rest fertig machen, ist das nicht so tragisch. In Tenna gibt es eine uralte Sägerei. Sie wurde schon vor dem Zweiten Weltkrieg gebaut. Leni Joos war damals noch nicht einmal auf der Welt. Er ist aber mit ihr aufgewachsen und alt geworden. Da ist es so, dass die Bauern, die etwas bauen wollen, liefern meist das eigene Holz aus ihren Wäldern. Sie markieren es und sagen mir, wie sie es zugesägt haben wollen. Schreiben Sie an oder sagen mir, was Sie sagen wollen. So dann schneide ich es zu, so genau wie es halt geht. Diesen Frühling hat man mich angefragt, ob ich das Holz für das Schulhaus sägen würde. Es kam noch schöner, als ich dachte. Damit es einen guten Schnitt gibt, ist das Blatt oben etwas weiter vorn als unten. Das Blatt spannen. Gehalten hat sich diese Sägerei gut. Und solange ich kann, mache ich weiter. In den letzten Jahren kam hier und da etwas Holz. Aber vielleicht ist es dann plötzlich aus. Dann kann man auf diesem Platz etwas anderes hinstellen. Mitten im Dorf gibt es einen kleinen Laden. So, danke vielmals für die Karte. Ah, danke dir für alles. Sind Sie zufrieden? Ja, geredet. Lienis Frau Ursulina geht Jahr ein, Jahr aus im Dorfladen einkaufen. Heute hat sie ihr Enkelkind Lorena dabei. Der Laden ist sehr wichtig für uns, vor allem für ältere Leute und jene, die kein Auto haben. Wichtig ist eben auch, dass wir nicht nur ab und zu nur einen Suppenwürfel holen. Ich kaufe ganz bewusst das ein, was man hier bekommt. Ich tue immer ganz bewusst, was man hier kriegt, kaufe ich auch hier ein.
Wenn halt etwas nicht vorhanden ist und man Gunnel das sagt, bestellt sie es sofort, wenn es geht. Sicher sofort, was drin liegt. Und darum ist der Laden auch noch von dort her ganz wichtig. Also ursprünglich bin ich in Schweden geboren. Ich bin in Schweden geboren, bin aber schon lange in der Schweiz. Tenner war für mich ein Zufall, denn im richtigen Moment erschien ein Inserat in der Zeitung. Ich wusste gleich, dass ich das machen wollte. Ich habe die Stelle bekommen und jetzt sind wir schon über 20 Jahre hier. Jetzt sind wir 20 Jahre schon da, oder über 20 Jahre sogar. Einzelne große Hästchen. Jetzt kannst du nachher den Brunel bieten. Ja. Du kannst da stellen und dann hole ich es. Sie ist eine sehr gute Kundin. Ja, gut. Gut, für zwei Personen braucht man nicht so viel. Was ich hier bekomme, kaufe ich hier. Was ich hier kriege, tue ich alles hier. Der ist das prima. Schönen Tag auch. Danke. Wir raus, komm, Lorena. Der Alpenblick steht mitten im Dorf. Es war lange ruhig hier. Doch seit das neue Pächterpaar den Betrieb führt, ist die Stube abends wieder voller Leben. Und in der Küche ist viel los. Wenn ich nicht da bin, macht René die Salatteller. Sonst mache ich sie gerne. Männer haben es nie so richtig im Griff, mundgerechte Salatstückchen zu schneiden. Manchmal sind ganze Blätter auf dem Teller und die kann man nicht so gut essen. Die Rösti-Pfanne, bitte. Gianna Marini und René Schürmann haben kaum eine ruhige Minute. Sie schuften fast rund um die Uhr. Trotzdem würden sie ihr Hotel im Dorf nie gegen eines in der Stadt tauschen. Als wir hier raufkamen, fanden wir, hier ist die Zeit wirklich stehen geblieben. Hier erlebt man noch die Realität des normalen Lebens. Kinder, die auf der Straße spielen, den Hang hinunterpurzeln und mit dem spielen, was rumliegt. Noch ein Stück heile Welt. Das gefällt mir auch. Und die Ruhe hier oben. Und die Ruhe halt auch, die wir oben haben. Hoi Schätzeli! Hallo du. Bist du spazieren gegangen mit Mama? Ist für euch der Tisch gut? In der Gaststube trifft man endlich wieder die Tenner. Auch der Gemeindepräsident Thomas Buchli kommt ab und zu vorbei. Da bin ich, schau. Hoi. Hoi, du. Hoi. T-Bone Steak vom Grill, geht das? Natürlich. Hast du es halbiert? Nein, ich schneide es nach Bedarf. Wir haben es im Hütchen schön gestapelt. Ich habe einen. Dann machen wir das vorweg. Jo, dann lade ich euch noch. Das ist am Stück. Was sie letztes Mal hatte. Ja, genau. Wir waren natürlich skeptisch und mussten ihn erst kennenlernen. Aber jetzt hat sich René mit seinem Alpenblick gut in die Umgebung eingelebt. So gut da in die Umgebung gepasst. Tipptopp.
Habt ihr etwas gefunden? Sie kommen fleissig. Doch, sie kommen fleißig. Und sie sind sehr anständig. Ganz lässige Leute. Das ist so. Wir freuen uns, wenn sie kommen. Wir harmonieren gut zusammen, kommen gut aus. Perfekt. Sie haben es gut mit uns. Also, ist perfekt. Ja. Hast du es gar gemacht? Schöner Teller. So einmal pro Woche. Einmal pro Woche kommen wir in den Alpenblick. Das hat sich so eingespielt. Oder sonst mal zu einem Bier. Das ist halt einfach mal zu einem Bier. Das gibt es auch. Dass man nicht bei dir einmal auftaucht. Bei René und Jana gibt es auch immer etwas zu lachen. Wir sind wirklich gerne hier. Wirklich gerne da. Und das Essen ist auch sehr gut. Das sieht man ja. Nicht einmal 100 Meter vom Alpenblick entfernt verbringen Ursulina und Leni einen gemütlichen Abend zu Hause. Was ist jetzt mit der Rote noch gemacht? Ja, jetzt könntest du könntest auch mitsingen. Film auch durch, dann auch singen. Ja. Soll ich eine Schnulze spielen? Nein. Wir singen oft solche Lieder. Dann erinnere ich mich an die schönen Zeiten, die wir hier hatten und noch immer haben. Oder wo man immer noch hat. Das singt man immer noch. Nein, das ist so. Diese Mundharmonika, ich weiß nicht mehr, ob ich sie bekommen oder gekauft habe. Und so begann ich zu spielen. Ich habe nichts Gescheites gespielt. Bis vor kurzem. Und es geht. Einfache Liedchen kann man darauf schon spielen. Singen wir einen Kanon? Ja. Die Dörner miteinander. Ruhat von das. Das ist besser so. Soll ich beginnen? Ja, du hörst gerade im Kanon. Ja, schon. Ja, gut. Ruhat von das Tages Müh. Nacht will es des Tages müh, lasst dieser bis morgen früh, lasst es auch die Erden. Der Schluss war nicht so gut. Kaum sind im Alpenblick die letzten Gäste gegangen, ist Gianna im Bett. Doch für René geht es jetzt erst richtig los. Dann heißt es für den nächsten Tag vorkochen und an neuen Rezepten herumtüfteln. Die einzige Zeit am Tag, in der ich meine Ruhe habe. Ich werde nicht abgelenkt und muss nicht später eine schwarze Pfanne auskratzen. Muss nicht später nachher schwarze Pfannen auskratzen. Und es ist unglaublich beruhigend. So. Ich will Musik beim Kochen. Musik beim Kochen. Nach Lust und Laune. Bei mir läuft eigentlich immer das, wonach ich mich fühle. Wenn AC/DC läuft, dann geht es mir gut. Dann geht es mir gut. Ist
Gianna und ich sind, Gianna und ich sind ganz klar ein absolutes Spitzenteam. Spitzenteam, darf man so sagen? Wir ergänzen uns sehr gut. Ich bin meistens der Ruhige, sie ist eher impulsiver. Sie ist auch ganz klar meine, wie soll ich sagen? Meine härteste Kritikerin. Also das heißt, bevor sie nicht ihr Armen dazu gegeben hat, geht gar nichts zur Küche raus. Und sie kann auch gnadenlos sein. Das hat es auch schon gegeben. Und wir harmonieren einfach als Team sehr gut. Es ist ein gutes Zusammenarbeiten. Ich arbeite gerne in der Nacht. Ich bin ein Nachtmensch. Sie steht um 6 Uhr früh auf. Das könnte ich nicht. Das könnte ich nie. Nie. Am nächsten Tag bricht der Winter herein. Und das mitten im Herbst. Der Biobauer Thomas Buchli muss hinauf auf die Weide. Sein Vieh sollte in den warmen Stall ins Trockene. Also im Herbst, wenn man morgens rausschaut und sieht, dass es schneit, würde man am liebsten wieder ins Bett gehen. Aber dann denkt man, was ist mit den Tieren? Gibt es noch Weiden? Oder sind die Tiere bereits durch den Zaun? Aber der erste Gedanke ist, Scheiße. So ein Sauwetter wäre nicht nötig. Seine Frau Tanja und sein Vater Michel helfen Thomas beim Vieh eintreiben. Na, Wuschel. Scheußlich ist's. Grusig ist. Wum, aufpassen, Wirbeliner. Hey! Aufpassen! Ah, Wirbeliner! Oh! Oh, komm da, schau! Also, Sie haben sicher jetzt. Einen Tag bevor es schneit, das merkt man wirklich, fangen Sie an, mehr zu fressen. Die merken, dass Schnee kommt. Im Vorhinein schon, dass es schneien kann. Jetzt am Tag, wenn, holen, wenn man sie holt, sagt ihr Verhalten alles. Sie rennen herbei und wollen sofort mit. Sofort mitwittend. Jetzt müssen wir hier auf die Pizza. Ihr müsst hier rauf. Komm, Buschler. Kommt ihr, Pajassen, wir gehen nach Hause. Achtung, zuhn, Miranda. Blöd gegangen. Wenn mal eine bei diesem Nebel den Zaun nicht sieht, springt sie halt hinein. Dann ist es wichtig, dass man mit den Leuten vor Ort ist und das Tier wieder einfängt und zur Herde zurückbringt. Und auch wieder zurückbringt und dann wieder in der Herde weiter treiben kann. Wichtig beim Viehtreiben ist gerade bei den Muttertieren, dass man die Herde zusammenhält. Und das will heute nicht so richtig gelingen. Hey, sag mal! Hey, Pia!
Ein Tier kann man nicht einfach ein- und ausschalten. Wenn das Tier funktioniert, muss man auch funktionieren. Und so ergibt es sich, dass man manchmal laut und resolut wird. Das ist überhaupt nicht böse gemeint. Dann fällt man auch in einen gewissen Befehlston. Und da fand Tanja am Anfang, hey, was ist da los? Wie geht ihr miteinander um? Was ist da los? Wie gehen ihr miteinander um? Heute ist es sicher nicht ideal gelaufen. Aber genauso, wie man es plant, verläuft es eigentlich in den seltensten Fällen. Aber im Großen und Ganzen ist wichtig, am Schluss sind sie im Stall, alle sind gesund, die Menschen sind auch alle gesund, kaputt gemacht haben wir nichts. Dann bin ich zufrieden. Als dann die Kühe endlich im Stall sind, begegnet Thomas Reto Gartmann. Er ist auch Bauer und dazu noch Bauleiter des neuen Solarskilifts. Ciao, Reto. Und wie geht's mit dem Skilift? Ja, heute nicht so gut. Heute nicht so gut bei dem Sauwetter. Ja, aber kann man nicht. Aber sonst sind wir eigentlich. Aber wir hatten ja 2,5 Wochen super Wetter. Wir kamen wirklich voran. Es steht eigentlich fast alles, bis auf die Anker, die wir noch einbetonieren müssen. Was haben wir jetzt noch? Ohne die Anker müssen wir noch fertig betonieren. Dann können Sie bohren. Ja, jetzt bohren. Brauchst du dann gelegentlich die Masten, damit man mit Skifahren beginnen kann. Ja, brauche ich schon. Nein, da ist auch der vorgestern ist der Chef. Vorgestern war der Chefmonteur da und schaut es mal an. Ja. Und wenn wir, jetzt noch schöne, wenn wir jetzt noch eine schöne Woche haben, sind wir soweit fertig, dass Sie mit den Masten kommen könnten. Also so, dass sie mit den Mästen kommen. Ja. Gut. Ich gehe jetzt mal raus schauen. Wohl, super. In dem Fall. Ciao, Thomas. Schönen Nachmittag. Danke. Schönen Nachmittag. Danke. Ja, ciao. Zwangspause auf der Baustelle des Solarskilifts. Bei diesem Schnee kann man die Betonfundamente für die Skiliftmasten unmöglich gießen. Es wirft über einen halben Meter hin. Ein paar Tage später. Das Wetter bessert sich. Die Sonne lässt den Schnee schmelzen. Jetzt gilt es beim Skilift, die verlorenen Tage wieder aufzuholen. Der Bauleiter Reto Gartmann konnte die ruhige Zeit im Schnee nicht genießen. Der Termindruck beim Skilift ist enorm groß. Schlafen konnte ich trotzdem gut, aber es hat mir etwas auf den Magen geschlagen.
Ich habe immer daran geglaubt, dass wir das fertig bringen. Ich glaube jetzt noch, dass wir das schon fertig bringen. Aber Verzögerungen gibt es halt. Ich bin ja nicht der Einzige, der es fertig haben will. Es gibt noch andere rund um mich herum. Aber am Schluss drängen mich alle und sagen, man sollte weitermachen. Man hat mich sonntags angerufen, ob ich den Schnee räumen könnte. Aber ich sagte, macht mal Pause. Endlich werden die Fundamente für die Masten gegossen. Das ist fast das Wichtigste am Ganzen. Wenn das nicht hält, liegt alles flach. Ja, ist es auch. Die Masten kann man einfliegen und aufstellen. Aber solange du im Dreck drin bist, ist das verdammt schlecht. Also, macht's gut. Schönen Tag, ciao. Jetzt bin ich eigentlich ziemlich beruhigt. So können wir morgen weitermachen mit den Bohrungen. Groß aus dem Zeitplan hat uns dieser Schnee nicht geworfen. Ein schöner Morast. Da sieht man, wie nass es war. Da kommt nächste Woche das Skilifthütchen hin. Montag oder Dienstag. Aber jetzt müssen wir noch ein bisschen warten. So können wir hier nicht arbeiten. So können wir da jetzt noch nicht schaffen. Das wird 3-4 Tage gehen, bis es trocken ist. Der Dorfschreiner Martin Schaufelberger arbeitet auch am Skilift mit. Das Skilifthäuschen ist sein Job. Aber an einem anderen Ort ist die Arbeit noch dringender. Ich muss ins Schulhaus zu einer Baubesprechung. Baubesprechung müssen wir jetzt machen. Mit den Handwerkern die Arbeit koordinieren, damit alles klappt und wir weiterarbeiten können. Du hast mir gesagt, am 13. kommen die Türen und am 14. sei alles montiert. Wir haben aber von der Ding geredet. Das war die Turnhallentür. Das ist die Turnhallentür. Nein, das ist, dort haben wir um die Turnhallentür diskutiert. Ich sage jetzt mal, du hast nur noch die 5 Tage dazwischen. Ja, im Prinzip kannst du jetzt so sagen. Die Idee ist, dass ich einfach so von Anfang November, sage ich dort am Anfang November. Martin hat eine Sitzung mit dem Bauführer. Er ist massiv im Verzug. Ist das so grob die Idee? Der Termindruck war von Anfang an relativ groß. Wir haben Schwein gehabt, dass das Wetter meist gut war und wir im Mai loslegen konnten. Dadurch lief es echt gut. Aber der Termindruck ist rein von den Gegebenheiten relativ stark. Relativ sick, ja. Am meisten Sorgen machen mir die Verkleidungen. Die machen mir immer am meisten Sorgen. Und Fensterfutter. Die Fensterdämmung ist auch nicht fertig. Eben, die macht mir am meisten Sorgen. Ein paar Tage brauchst du einfach. Darum musst du mir sagen, geht es oder geht es nicht. Sonst muss ich einen Schreiner organisieren. Wenn ich davon ausgehe, dass du noch 2,5 Wochen hast, geht es für mich nicht auf. Ich muss auch überlegen, ob es für mich aufgeht. Muss ich schnell grübeln. Das dörte Christli ist genau. Mein Arbeiter ist in genau diesen 3 Wochen nicht da. Ich habe einen, der in der Bude produziert, aber Ende Woche ist er nicht mehr da. Aber Ende Woche ist er eben nicht mehr da. Ja, diese Verkleidungen. Die Futter. Ja. Ich bin immer davon ausgegangen, ja, den haben wir ja dann. Ich wusste schon, dass ich gegen Schluss grausam anziehen muss. Das weiß ich schon. Und dass er jetzt kommt. Und dass er jetzt. Wir haben beide das Messer am Hals. Es ist aber seit Anfang Jahr bekannt, wann sie einziehen. Du hast das Terminprogramm nicht richtig angeschaut. Man könnte das auch so sagen. Sagen wir es so.
Reicht ein Anruf morgen früh? Dann kann ich das mit dem Kollegen besprechen. Ich rufe dich morgen früh an und sage dir, okay oder eben nicht. Nein, die Leute, die gehen morgen an und sagen, okay oder nicht. Oder ich schiebe es durch. Und das sind einfach die zwei. Diese zwei Schulzimmer sind einfach zwingend. Über die Küche kann man noch diskutieren, über die Werkstatt auch. Aber halt das und das. Sicher, das ist absolut klar. Das gibt es zu tun. Nein, das ist mir schon bewusst. Und vor allem eben so einen Haufen Verleistung. Das gibt es hier. Das gibt es schon dort. Genau. Hoffentlich kann ich diese Nacht gut schlafen. Ein Glas Wein, dann schlafe ich gut. Andreas, schönen Tag. Ciao. Beim Biobauern Thomas Buchli ist der Tierarzt zu Besuch. Es gibt zwei Sorgenkinder. Eines ist der Stier Moritz. Er will nicht mehr richtig fressen. Die Zähne sind es nicht. Die sind ganz schön. Abwarten einen Moment. Herrlich. Du, Kerl. Ah, nicht Blut. Ja, merci vielmals. Danke vielmal. Einmal Wasser. Es ist gut, hat er keinen Fremdkörper im Maul. Aber es ist auch keine Diagnose. Aber jetzt ist sie mir ja heute ging es ihm ja schon besser. Ich hoffe, dass es aufwärts geht. Ich gebe den Koffer raus. Der zweite Fall macht Thomas Buchli größere Sorgen. Seine Kuh sollte längst trächtig sein. Ja, das ist die liebe Clea. Das ist die liebe Clea. Tanja und ich haben sie zur Hochzeit bekommen von meiner Patin. Betriebsübernahme und Hochzeit, das war eine Art Multigeschenk. Seit 2,5 Jahren sind wir daran, sie zu besamen und zum Tragen zu bringen. Letzten Sommer war sie trächtig, brachte aber ein totes Kalb zur Welt. Jetzt trägt sie wieder nicht, obwohl sie beim Stier war. Jetzt haben wir die Deadline gesetzt. Wenn sie nicht trägt, bis der Tierarzt sie im Herbst untersucht, dann muss sie halt zum Schlachter. Sie dann halt auf die Metzg muss. Über 6 Wochen. Wie weit sollte sie sein? Sicher 2 Monate schon. Ich denke, wäre schon. Sie ist der ganze Unterricht hier gewesen. Die trägt nicht. Sie ist leer. Aber wenn sie nicht schon stierig war, dann wird sie es bald sein. Ja. Die kommt, wenn sie nicht stierig war, kommt sie gerade. Ja. Aufpassen. Aufpassen. Das Urteil gefällt. Das Urteil ist gefällt. Dann geht sie weg. Dann geht sie weg. Seit 3 Jahren dran. Seit 3 Jahren dran. Oh. Ja, na dann. Das schießt mich Das guckt mich enorm an. Aber Aber für einen Bauern ist das der Lauf der Dinge. Man hat das Tier sehr gerne. Doch letzten Endes zählt die Produktion des Fleisches. Aber es ist schlussendlich das, was uns zu der Produktion verhilft, die wir machen schlussendlich vom Fleisch. Und es ist immer extrem hart, ein Tier zum Schlachthof zu bringen. Und gerade eines, bei dem man es so lange versucht hat. Es ist nicht lässig, aber das gehört dazu. Und man könnte... Der Platz wäre zu knapp, um alle zu behalten, die man gerne hätte. Das geht nicht. Und darum wird es so sein, ja. Hudle. Todesurteil, ja.
Die Lehrerin Karin Lutz hat Besuch von der Nachbarin Maja Messmer. Im Dorf gibt es schon bald den 113. Bewohner. In einem solchen Fall hilft man sich in Tenna gerne mit Babykleidern aus. Alpfest Hanna. Vor 2 Jahren hat sie das getragen. Die nimmst du mit. Wenn es ein Mädchen ist, das da ist recht warm, du kannst es umkehren. Es gehört zu dem. Wir wissen ausnahmsweise diesmal, was es gibt. Das wollten wir bisher nie wissen. Aber wir sagen es natürlich niemandem. In 3 Wochen ist es da. Bist du bereit? Nein. Was fehlt noch? Noch nicht mal der Name steht fest. Noch keinen Paten, keine Patin. Okay. Und noch nichts gepackt. Ja, übertreibe. Es kommt schon gut. Habe ich den auch schon gehabt? Karin kam als Lehrerin vor 8 Jahren nach Tenna. Maja hat sie hier nach einem Gottesdienst kennengelernt. Das ist denn der Blöde. Ich hatte keine Ahnung, wer Maja ist. Ich ging zum Abendessen. Ich weiß noch, was es gab. Lasagne. Und ich als Vegetarierin. Und du hast nichts gesagt. Als ich hier raufzog, waren sehr viele Junggesellen hier oben. Noch gar nichts von Familien und Freundinnen. Das Paradies. Und jetzt? Die meisten haben nur gespottet. Darum haben die dich gewählt. Jung, alleinstehend, von einem Freund wollte niemand etwas wissen. Wenn man das gewusst hätte, wäre alles anders gekommen. Dann gehe ich noch mit der Familie genommen. Also, fahrt wieder rein. Rina hat ein Tüchlein, da müsst ihr auch noch suchen. Rina hat das immer so ein Tüchlein. Ja. Das ist zu deinem Body. Auch wenn es vielleicht so aussieht, der Gemeindepräsident hat noch lange keinen Feierabend. Der Gemeindevorstand wartet auf ihn. Oh, schön. Spülen wir das Geschirr? So. Tschüss. Tschüss. Wieder schauen. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao. Maus. Eben, denkst du an an Gans und an Denten. Ja, jetzt ist Motivation. Meine Motivation ist nicht gerade groß. Aber meistens, wenn die Motivation vor der Sitzung nicht hoch ist, gibt es auch eine lange und mühsame Sitzung. Das ist üblich. Üblich. Aber anscheinend merken die Kollegen gleich, wenn man nicht motiviert ist, und geben da noch eins drauf. Wir werden ja sehen. Aber wir stellen es ja dann fest. Es geht um die Fusionsabstimmung mit den Nachbargemeinden. Der Vorstand muss den Einwohnern von Tenna ein klares Ja oder ein Nein vorschlagen. Also wenn ich in eine Gemeinderatssitzung gehe, laufe ich immer in die Höhle des Löwen. Man weiß nämlich nie, wie es ausgeht. Man weiß nämlich nie wirklich genau, wie es ausgeht oder wie man wieder rauskommt. In einem so kleinen Dorf sitzt man immer nahe aufeinander. Man kennt einander haargenau. Es gibt auch Seitenhiebe in einer solchen Sitzung und man muss damit leben. Hinter verschlossenen Türen geht es zur Sache. Die Abstimmung über eine Gemeindefusion gibt heiße Köpfe. Wir als Gemeindevorstand haben einen Mehrheitsbeschluss gemacht. Wir sind dafür oder dagegen. Auf der Baustelle des Solarskilifts hat der Dorfschreiner Martin Schaufelberger alle Hände voll zu tun. Es ist soweit. Er montiert das Skilifthäuschen. Und es wird ein trauriger Tag für den Biobauern Thomas Buchli. Er muss sich von 2 Tieren trennen. Tschüss, Miranda. Tschüss. Doch das Leben wird weitergehen im Dorf Tenna.
Armen dazu gegeben hat, geht gar nichts zur Küche raus. Und sie kann auch gnadenlos sein. Das hat es auch schon gegeben. Und wir harmonieren einfach als Team sehr gut. Es ist ein gutes Zusammenarbeiten. Ich arbeite gerne in der Nacht. Ich bin ein Nachtmensch. Sie steht um 6 Uhr früh auf. Das könnte ich nicht. Das könnte ich nie. Nie. Am nächsten Tag bricht der Winter herein. Und das mitten im Herbst. Der Biobauer Thomas Buchli muss hinauf auf die Weide. Sein Vieh sollte in den warmen Stall ins Trockene. Also im Herbst, wenn man morgens rausschaut und sieht, dass es schneit, würde man am liebsten wieder ins Bett gehen. Aber dann denkt man, was ist mit den Tieren? Gibt es noch Weiden? Oder sind die Tiere bereits durch den Zaun? Aber der erste Gedanke ist, Scheiße. So ein Sauwetter wäre nicht nötig. Seine Frau Tanja und sein Vater Michel helfen Thomas beim Vieh eintreiben. Na, Wuschel. Scheußlich ist's. Grusig ist. Wum, aufpassen, Wirbeliner. Hey! Aufpassen! Ah, Wirbeliner! Oh! Ja, komm da, lock! Also, Sie haben sicher jetzt. Einen Tag bevor es schneit, das merkt man wirklich, fangen Sie an, mehr zu fressen. Die merken, dass Schnee kommt. Die merken vorhinein schon, dass es schneien kann. Und jetzt am Tag, wenn man sie will, holen. Wenn man sie holt, sagt ihr Verhalten alles. Sie rennen herbei und wollen sofort. Ich habe immer daran geglaubt, dass wir das fertig bringen. Aber Verzögerungen gibt es halt. Ich bin ja nicht der Einzige, der es fertig haben will. Es gibt noch andere rund um mich herum. Aber am Schluss drängen mich alle und sagen, man sollte weitermachen. Man hat mich sonntags angerufen, ob ich den Schnee räumen könnte. Aber ich sagte, macht mal Pause. Endlich werden die Fundamente für die Masten gegossen. Das ist fast das Wichtigste am Ganzen. Wenn das nicht hält, liegt alles flach. Ja, ist es auch. Die Masten kann man einfliegen und aufstellen. Aber solange du im Dreck drin bist, ist das verdammt schlecht. Also, macht's gut. Schönen Tag, ciao. Jetzt bin ich eigentlich ziemlich beruhigt. So können wir morgen weitermachen mit den Bohrungen. Groß aus dem Zeitplan hat uns dieser Schnee nicht geworfen. Ein schöner Morast. Da sieht man, wie nass es war. Da kommt nächste Woche das Skilifthütchen hin. Montag oder Dienstag. Aber jetzt müssen wir noch ein bisschen warten. So können wir hier nicht arbeiten. So können wir da jetzt noch nicht schaffen. Das wird 3-4 Tage gehen, bis es trocken ist.
Der Dorfschreiner Martin Schaufelberger arbeitet auch am Skilift mit. Das Skilifthäuschen ist sein Job. Aber an einem anderen Ort ist die Arbeit noch dringender. Ich muss ins Schulhaus zu einer Baubesprechung. Baubesprechung müssen wir jetzt machen. Mit den Handwerkern die Arbeit koordinieren, damit alles klappt und wir weiterarbeiten können. Du hast mir gesagt, am 13. kommen die Türen und am 14. sei alles montiert. Wir haben aber von der Ding geredet. Das war die Turnhallentür. Das ist die Turnhallentür. Nein, das ist, dort haben wir um die Turnhallentür diskutiert. Ich sage jetzt. Der Alpenblick steht mitten im Dorf. Es war lange ruhig hier. Doch seit das neue Pächterpaar den Betrieb führt, ist die Stube abends wieder voller Leben. Und in der Küche ist viel los. Wenn ich nicht da bin, macht René die Salatteller. Sonst mache ich sie gerne. Männer haben es nie so richtig im Griff, mundgerechte Salatstückchen zu schneiden. Manchmal sind ganze Blätter auf dem Teller und die kann man nicht so gut essen. Die Rösti-Pfanne bitte. Gianna Marini und René Schürmann haben kaum eine ruhige Minute. Sie schuften fast rund um die Uhr. Trotzdem würden sie ihr Hotel im Dorf nie gegen eines in der Stadt tauschen. Als wir hier raufkamen, fanden wir, hier ist die Zeit wirklich stehen geblieben. Hier erlebt man noch die Realität des normalen Lebens. Kinder, die auf der Straße spielen, den Hang hinunterpurzeln und mit dem spielen, was rumliegt. Noch ein Stück heile Welt. Das gefällt mir auch. Und die Ruhe hier oben. Und die Ruhe halt auch, die wir oben haben. Hoi Schätzeli! Hallo du. Bist du spazieren gegangen mit Mama? Ist für euch der Tisch gut? In der Gaststube trifft man endlich wieder die Tenner. Auch der Gemeindepräsident Thomas Buchli kommt ab und zu vorbei. Da bin ich, schau. Hoi. Hoi, du. Hoi. T-Bone Steak vom Grill, geht das? Natürlich. Hast du es halbiert? Nein, ich schneide es nach Bedarf. Wir haben es im Hütchen schön gestapelt. Ich habe einen. Die trägt nicht. Sie ist leer. Aber wenn sie nicht schon stierig war, dann wird sie es bald sein. Ja. Und der kommt, wenn sie nicht stierig ist, kommt sie gerade. Ja. Ja. Aufpassen. Das Urteil ist gefällt. Dann geht sie weg. Seit drei Jahren dran. Oh. Ja, na dann. Das schießt mir Ohren. Das guckt mich enorm an. Aber es ist der Lauf. Aber für einen Bauern ist das der Lauf der Dinge. Man hat das Tier sehr gerne. Doch letzten Endes zählt die Produktion des Fleisches. Aber es ist schlussendlich das, was uns zu der Produktion verhilft, die wir machen, schlussendlich vom Fleisch.
Und es ist immer... Es ist immer extrem hart, ein Tier zum Schlachthof zu bringen. Und gerade eines, bei dem man es so lange versucht hat. Es ist nicht lässig, aber das gehört dazu. Es gehört dazu. Und man könnte... Der Platz wäre zu knapp, um alle zu behalten, die man gerne hätte. Das geht nicht. Und darum wird es so sein, ja. Hudle. Todesurteil, ja. Die Lehrerin Karin Lutz hat Besuch von der Nachbarin Maja Messmer. Im Dorf gibt es schon bald den 113. Bewohner. In einem solchen Fall hilft man sich in Tenna gerne mit Babykleidern aus. Alpfest Hanna. Vor 2 Jahren hat sie das getragen. Die nimmst du mit. Wenn es ein Mädchen ist, das da ist recht warm, du kannst es umkehren. Es gehört zu dem. Wir wissen ausnahmsweise diesmal, was es gibt. Das wollten wir bisher nie wissen. Aber wir sagen es natürlich niemandem. In 3 Wochen ist es da. Bist du bereit? Nein. Was fehlt noch? Noch nicht mal der Name steht fest. Noch keinen Paten, keine Patin. Okay. Und noch nichts gepackt. Wird so sein, ja. Hudle. Todesurteil, ja. Die Lehrerin Karin Lutz hat Besuch von der Nachbarin Maja Messmer. Im Dorf gibt es schon bald den 113. Bewohner. In einem solchen Fall hilft man sich in Tenna gerne mit Babykleidern aus. Alpfest Hanna. Vor 2 Jahren hat sie das getragen. Die nimmst du mit. Wenn es ein Mädchen ist, das da ist recht warm, du kannst es umkehren. Es gehört zu dem. Wir wissen ausnahmsweise diesmal, was es gibt. Das wollten wir bisher nie wissen. Aber wir sagen es natürlich niemandem. In 3 Wochen ist es da. Bist du bereit? Nein. Was fehlt noch? Noch nicht mal der Name steht fest. Noch keinen Paten, keine Patin. Okay. Und noch nichts gepackt. Ja, übertreibe. Es kommt schon gut. Habe ich den auch schon gehabt? Karin kam als Lehrerin vor 8 Jahren nach Tenna. Maja hat sie hier nach einem Gottesdienst kennengelernt. Das klingt blöd. Ich hatte keine Ahnung, wer Maja ist. Ich ging zum Abendessen. Ich weiß noch, was es gab. Lasagne. Und ich als Vegetarierin. Und du hast nichts gesagt. Als ich hier raufzog, waren sehr viele Junggesellen hier oben. Noch gar nichts von Familien und Freundinnen. Das Paradies. Und jetzt? Die meisten haben nur gespottet. Darum haben die dich gewählt. Jung, alleinstehend, von einem Freund wollte niemand etwas wissen. Wenn man das gewusst hätte, wäre alles anders gekommen. Thank you.
Der Alpenblick steht mitten im Dorf. Es war lange ruhig hier. Doch seit das neue Pächterpaar den Betrieb führt, ist die Stube abends wieder voller Leben. Und in der Küche ist viel los. Wenn ich nicht da bin, macht René die Salatteller. Sonst mache ich sie gerne. Männer haben es nie so richtig im Griff, mundgerechte Salatstückchen zu schneiden. Manchmal sind ganze Blätter auf dem Teller und die kann man nicht so gut essen. Die Rösti-Pfanne, bitte. Gianna Marini und René Schürmann haben kaum eine ruhige Minute. Sie schuften fast rund um die Uhr. Trotzdem würden sie ihr Hotel im Dorf nie gegen eines in der Stadt tauschen. Als wir hier raufkamen, fanden wir, hier ist die Zeit wirklich stehen geblieben. Hier erlebt man noch die Realität des normalen Lebens. Kinder, die auf der Straße spielen, den Hang hinunterpurzeln und mit dem spielen, was rumliegt. Noch ein Stück heile Welt. Das gefällt mir auch. Und die Ruhe hier oben. Und die Ruhe halt auch, die wir hier oben haben. Hoi Schätzeli! Hallo du. Bist du spazieren gegangen mit Mama? Ist für euch der Tisch gut? In der Gaststube trifft man endlich wieder die Tenner. Auch der Gemeindepräsident Thomas Buchli kommt ab und zu vorbei. Da bin ich, schau. Hoi. Hoi, du. Hoi. T-Bone Steak vom Grill, geht das? Natürlich. Hast du es halbiert? Nein, ich schneide es nach Bedarf. Wir haben es im Hütchen schön gestapelt. Ich habe einen. Dann machen wir das vorweg. Jo, dann lade ich euch. Das ist am Stück. Das ist das, was ich. Was sie letztes Mal hatte. Ja, genau. Wir sind da dem natürlich schon ein bisschen. Wir waren natürlich skeptisch und mussten ihn erst kennenlernen. Aber jetzt hat sich René mit seinem Alpenblick gut in die Umgebung eingelebt. So gut da in die Umgebung gepasst. Tipptopp. Habt ihr etwas gefunden? Ein paar Tage später. Das Wetter bessert sich. Die Sonne lässt den Schnee schmelzen. Jetzt gilt es beim Skilift, die verlorenen Tage wieder aufzuholen. Der Bauleiter Reto Gartmann konnte die ruhige Zeit im Schnee nicht genießen. Der Termindruck beim Skilift ist enorm groß. Schlafen konnte ich trotzdem gut, aber es hat mir etwas auf den Magen geschlagen. Ich habe immer daran geglaubt, dass wir das fertig bringen. Aber Verzögerungen gibt es halt. Ich bin ja nicht der Einzige, der es fertig haben will. Es gibt noch andere rund um mich herum. Aber am Schluss drängen mich alle und sagen, man sollte weitermachen. Man hat mich sonntags angerufen, ob ich den Schnee räumen könnte. Aber ich sagte, macht mal Pause. Endlich werden die Fundamente für die Masten gegossen. Das ist fast das Wichtigste am Ganzen. Wenn das nicht hält, liegt alles flach. Ja, ist es auch. Zum
Die Masten kann man einfliegen und aufstellen. Aber solange du im Dreck drin bist, ist das verdammt schlecht. Also, macht's gut. Schönen Tag, ciao. Jetzt bin ich eigentlich ziemlich beruhigt. So können wir morgen weitermachen mit den Bohrungen. Groß aus dem Zeitplan hat uns dieser Schnee nicht geworfen. Ein schöner Morast. Da sieht man, wie nass es war. Da kommt nächste Woche das Skilifthütchen hin. Montag oder Dienstag. Aber jetzt müssen wir noch ein bisschen warten. So können wir hier nicht arbeiten. So können wir da jetzt noch nicht schaffen. Das wird 3-4 Tage gehen, bis es trocken ist. Nächsten Tag bricht der Winter herein. Und das mitten im Herbst. Der Biobauer Thomas Buchli muss hinauf auf die Weide. Sein Vieh sollte in den warmen Stall ins Trockene. Also im Herbst, wenn man morgens rausschaut und sieht, dass es schneit, würde man am liebsten wieder ins Bett gehen. Aber dann denkt man, was ist mit den Tieren? Gibt es noch Weiden? Oder sind die Tiere bereits durch den Zaun? Aber der erste Gedanke ist, Scheiße. So ein Sauwetter wäre nicht nötig. Seine Frau Tanja und sein Vater Michel helfen Thomas beim Vieh eintreiben. Na, Wuschel. Scheußlich ist's. Grusig ist. Wum, wum, wum. Aufpassen, Wirbeliner. Hey. Aufpassen. Ah, Wirbeliner. Oh, komm da, schau. Also Sie haben sicher jetzt einen Tag bevor es schneit, das merkt man wirklich, fangen sie an, mehr zu fressen. Die merken, dass Schnee kommt. Im Vorhinein schon, dass es schneien kommt. Und jetzt am Tag, wenn man sie holen will. Wenn man sie holt, sagt ihr Verhalten alles. Sie rennen herbei und wollen sofort mit. Sofort mitwittend. Kommt ihr, Pajassen, wir gehen nach Hause. Komm, Achtung, Zun! Zun, Miranda! Blöd gegangen. Wenn mal eine bei diesem Nebel den Zaun nicht sieht, springt sie halt hinein. Dann ist es wichtig, dass man mit den Leuten vor Ort ist und das Tier wieder einfängt und zur Herde zurückbringt. Und auch wieder zurückbringt und nachher wieder in der Herde denen weiter treiben kann. Wichtig beim Viehtreiben ist gerade bei den Muttertieren, dass man die Herde zusammenhält. Und das will heute nicht so richtig gelingen. Einmal pro Woche kommen wir in den Alpenblick. Das hat sich so eingespielt. Oder sonst mal zu einem Bier. Halt einfach mal zu einem Bier, das gibt es auch. Dass man nicht bei dir einmal auftaucht. Bei René und Jana gibt es auch immer etwas zu lachen. Wir sind wirklich gerne hier. Wirklich gerne da. Und das Essen ist auch sehr gut. Das sieht man ja. Willst du mir sicher mitgehen? Nein. Nicht einmal 100 Meter vom Alpenblick entfernt verbringen Ursulina und Leni einen gemütlichen Abend zu Hause. Was ist jetzt mit der Alten gemacht?
Jetzt könntest du könntest singen, auch mitsingen. Ich nur spielen. Vielmal tust du dann auch singen. Soll ich eine Schnulze spielen? Nein, nein. Das ist Wir singen oft solche Lieder. Dann erinnere ich mich an die schönen Zeiten, die wir hier hatten und noch immer haben. Oder wo man immer noch hat. Das singt man immer noch. Nein, letztes Mal. Diese Mundharmonika, ich weiß nicht mehr, ob ich sie bekommen oder gekauft habe. Und so begann ich zu spielen. Ich habe nichts Gescheites gespielt. Bis vor kurzem. Und es geht. Einfache Liedchen kann man darauf schon spielen. Singen wir einen Kanon? Ja. Die Dörner miteinander. Ruhat von das. Das ist besser so. Soll ich beginnen? Aber es geht im Kanon. Ja, schon. Ja, gut. Ruhat von das Tagesmüh. Nacht will es des Tages müh, lasst dies auch bis morgen früh, lasst es auch bis Erden. Der Schluss war nicht so gut. Hallo du, bist du spazieren gegangen mit Mama? Ist für euch der Tisch gut? In der Gaststube trifft man endlich wieder die Tenner. Auch der Gemeindepräsident Thomas Buchli kommt ab und zu vorbei. Hui! Da, da bin ich, schau! Da! Hui! Hui, du! Hui! Hui, du! T-Bone Steak vom Grill, geht das? Natürlich. Hast du es halbiert? Nein, ich schneide es nach Bedarf. Wir haben es im Hütchen schön gestapelt. Ich habe einen. Dann machen wir das vorweg. Das ist am Stück. Was sie letztes Mal hatte. Ja, genau. Wir waren natürlich skeptisch und mussten ihn erst kennenlernen. Aber jetzt hat sich René mit seinem Alpenblick gut in die Umgebung eingelebt. So gut da in die Umgebung gepasst. Tipptopp. Habt ihr etwas gefunden? Mama, also, sie kommen fleißig. Doch, sie kommen fleißig. Und sie sind sehr anständig, ganz lässige Leute. Das ist so. Wir freuen uns, wenn sie kommen. Wir harmonieren gut zusammen, kommen gut aus. Perfekt. Sie haben es gut mit uns, also ist perfekt. Ja. Hast du es gekauft? Schöne Teller. So einmal pro Woche. Einmal pro Woche kommen wir in den Alpenblick. Das hat sich so eingespielt. Oder sonst mal zu einem Bier. Halt einfach mal zu einem Bier, das gibt es auch. Dass man nicht bei dir einmal auftaucht. Bei René und Jana gibt es auch immer etwas zu lachen. Wir sind wirklich gerne hier. Wirklich gerne da. Und das Essen ist auch sehr gut. Sieht man ja. Willst du mir sicher mitgehen? Nein. Nicht einmal 100 Meter vom Alpenblick entfernt verbringen Ursulina und Leonie einen gemütlichen Abend zu Hause. Was ist jetzt mit der Alten gemacht? Ja. Jetzt könntest du könntest auch mitsingen. Ich nur spielen. Vielmal tust du dann auch singen. Soll ich eine Schnulze spielen? Nein, nein.
Das ist noch.